Ein Zug ist nicht in der Lage, rechtzeitig zu bremsen. Der ist schwer, Stahlrad auf Stahlschiene und das hohe Gewicht führen dazu, dass er niemals rechtzeitig bremsen kann. Die meisten Unfälle resultieren durch Autofahrer, die unaufmerksam sind am Bahnübergang. Das heißt, die sich nicht an die Regeln halten, nicht nach links und rechts schauen, nicht verlangsamen. Und da ist das System Perilite eine Möglichkeit, um genau das Fehlverhalten der Straßenverkehrsteilnehmer zu adressieren. Perilite bedeutet, den Blick der Leute nach links und rechts zu lenken, wenn sie an den Bahnübergang ranfahren. An der Straße, die auf einen Bahnübergang zuführt, wird ein Sensor positioniert, der zu dem System Perilite gehört. Wenn ein Straßenverkehrsteilnehmer diesen Sensor passiert, wird Perilite ausgelöst. Die beiden Lichter, die in der Peripherie links und rechts des Bahnübergangs positioniert sind, fangen an zu blinken. Und dadurch wird der Blick der Verkehrsteilnehmer eben in diese Richtung gelenkt. Das menschliche Auge ist eigentlich so aufgebaut, dass es reflexhaft auf leuchtende Reize in der Peripherie reagiert. Das System Perilite, das lebt tatsächlich von seiner Einfachheit und hat keine Berührpunkte mit der schienenseitigen Infrastruktur. Das vereinigt eben eine effektive Lösung, die zeitgleich auch extrem kostengünstig ist und damit eigentlich an vielen nicht technisch gesicherten Bahnübergängen ergänzt werden kann.